So, meine Freunde, hier sind wir wieder bei einem neuen Video zu Dragon Ball Xenoverse 2. Wir haben letztes Mal Ultra Instinct Vegeta, auch warum das Son Goku steht, keine Ahnung. Heute machen wir Vadova, nochmal Vadova und nochmal Vadova. Und ich hoffe, wir haben andere Moves. Oh ja, das ist nice. Gut. Dann würde ich mal sagen, testen wir die doch einfach mal gegeneinander immer. Das heißt, dieses Video wird ja wohl ein bisschen länger, weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt ordentlich was zum Zeigen, ist ja auch gut so. Na, natürlich hoffe ich, ihr habt Bock darauf, die Alte. Ich will, lass mich mal überraschen, was sie kann. Und ja, dann würde ich sagen, rein in den Kampf, aber bevor wir in den Kampf reingehen, wir stürzen jetzt nicht wieder überraschlich aus. So, ich habe jetzt die Musik ein bisschen lauter gemacht, weil dieses, der Ton von der Musik ist arschleise. Gib mir auf den Piss. So. So, wir haben die alte Vadova. Oh, das leckt mich doch am Arsch. Das habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass die ausweichen. Oh. Interessant. Das sieht ja richtig klasse aus. Oha. Alter, das sieht nice aus. Sieht übelst krass aus. Ich, damit ich das für das Video-Thumbnail eventuell benutzen kann. Energiemixer sieht übelst nice aus. So, genau, den Instinct Laser oder Lancer. Auch eine mega interessante Attacke. Dark Souls, dunklen Seelen. In Dark Rain denke ich mal, ist die Attacke von Buu. Gut, das heißt der Instinct Burst. Dark Rain ist 100% die Attacke von Buu, habe ich mir gedacht. Und die ist von Freezer. Ja, Recaller halt, ne? Kann man so sagen. Gucken wir mal, was die nächste drauf hat. Das finde ich geil. Charaktere, die wirklich so viele andere Attacken haben, das feiere ich. Das finde ich cool. Oh hey, das sieht schön aus. Sieht nice aus. Feier ich. Das sieht auch gar nicht mal so schlecht. Ja. Okay, das ist cool. Zack. Aber die gefällt mir bisher wirklich sehr gut. Selten so welche guten Charaktere gesehen. Auch wenn ich nicht so ein Vados-Fan bin, aber. Alter. Ach, schade, dass das so verschwommen ist. Schade, das sieht richtig gut aus. Euch ein bisschen ran so. Das sieht wirklich interessant aus. Also es sieht richtig nice aus sogar. So, jetzt ist aber genug Screenshots hier, jetzt kann ich euch den Charakter hier nochmal zeigen, verdammt. Ach, genau, wir können eigentlich zu den nächsten zwei gehen, so. Dieser wird ein längeres Video und ja, wie gesagt, wir machen da jetzt erstmal keinen Stress. Ihr seht ja, wie viele Charaktere ich hier noch habe. Ich werde heute sowieso nicht alles schaffen. Ich werde ja mal gucken, wie viel noch machen, ne? So, die nächsten zwei, Skillset 3. Ich finde das geil. So viele Charaktere, der gleiche Charaktere, aber so viele Skills, das ist in meinen Augen... Nice Arbeit. Also gut, gut, gut. Gefällt mir sowas. So, wir gehen mal auf den Planeten Namek und gucken wir mal. Also wirklich interessanter Charakter. Wie findet ihr den? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich will euer Dingens da sehen, euer Kommentar. Ja, wir sind jetzt im zweiten Namek-Haus. Sieht jetzt zwar scheiße aus, ich weiß. Aber naja, gut zu machen. Die hat bis jetzt das gleiche.
Okay, aber bis jetzt alles wieder das Gleiche. Und du? Upsala. Dunklen Seelen, okay, ja gut. Ja, die haben jetzt eigentlich alle, glaube ich, wiederholen die sich. Wie gesagt, ich gucke jetzt einmal ganz kurz. Da habe ich mich ja doch zu früh gefreut, sage ich mal. Aber trotzdem geiler Charakter, da kann man wirklich nichts zu sagen. So viele verschiedene Moves. Und ja, wir waren jetzt beim vierten. So, Time Bullet, Dingens, da hatten wir. Hier Blood Energy Wave hatten wir. Okay, hier hatten wir alle die Moves. Dark Rain, Energie Wave. Na gut, dann zeige ich hier noch einmal die, damit das doch leider Gottes nicht so langes Video, wie ich gedacht hatte. Aber egal. Ich zeige euch jetzt noch einmal die und einmal die. Und dann gucken wir mal. So, wie gesagt, das sind alles die gleichen Attacken. 1 zu 1, alles gleich. Schade, wirklich sehr schade. Hätte ich mich eigentlich mehr drüber gefreut, wenn das, ja, wenn die alle andere Attacken hätten. Das wäre auf jeden Fall geiler gewesen. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Aber wie gesagt, es werden auf jeden Fall jetzt wieder deutlich mehr Videos kommen. Zu zählen, was zu dies, zu das, zu jenes. Und mein Spiel ist abgestürzt. Danke dafür. Also das heißt, ja, ich habe ja sowieso eigentlich alles gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.